Was ein heftiges Duo. Also wirklich, ich habe alles erwartet, aber Sido und Luciano ist, das ist, ich weiß nicht, das ist so unerwartet wie ein Nackenklatscher. Ja? So ungefähr ist das. Ich hätte es niemals gedacht, dass die auf irgendwie zusammen was machen. Ich weiß, es gab mal so, vielleicht habt ihr das auch so mitbekommen, über Instagram eigentlich, so zumindest habe ich das mitbekommen, mit dieser Kettengeschichte. Ja? Auf einmal war ja von Sido so eine gewisse Kette weg, ja? Die dann erstmal Slavik hatte, dann auf einmal der, ja? Und dann kamen sie zu Sido zurück, ja? Und dann konnte man die irgendwie gewinnen. Ist ja auch vollkommen Latte. Wie? Die Sache ist, da waren ein paar Leute dabei, die auf einmal jetzt mit Sido zusammen auftauchen. Leider kann ich mich von Luciano nicht erinnern, ja? Ich meine, Olexesh hatte die Kette, Nimo, ich bin mir aber auch da nicht. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist, aber ich kann das jetzt gerade nicht wieder nachvollziehen, wer und was da war. Aber zumindest viele Rapper. Aber Luciano und Sido, Alter, ich bin echt überrascht. Lass uns mal anhören. Black Dolphins. Let's go. Adrenalin in unseren Venen, damit wir fühlen, dass wir leben. Zu viel Energie, wir lassen uns. Produziert von TG Desio und Explosiv. Mal so nebenbei, diese Stimme kommt mir bekannt vor. Ich habe die so eine ähnliche Frauenstimme schon mal bei Kool Savas gehört. Beben. Du spürst es sogar auf der anderen Seite des Planeten. Niro, Lucio, Loco, Capo, Berlin. Fokus, Dollar, schneller, Mula, Feldin. Was brettert schon mal in die Schnauze? Turbo voran, Hennessy Vitamin. Hör nicht auf, Modus Hunger, Loco, schnell aggressiv. Mit Dabi, Sigi, Brett, Biggie, Kopf ist Kaffer, gib ihn. Flatter, Fuff, ich brauch die. Meiner Meinung nach ist sowieso Luciano mittlerweile auf dem Level wie Sido, wie viele andere. Meiner Meinung nach, ja. Ich feiere den einfach. Ich feiere den einfach zu hart, so, ja. Und es wird Zeit, dass der Typ auch mit so Größen macht wie Sido. Sowas wie mit Kool Savas von mir aus, ja. Wäre natürlich so geil mit Azad. Alter, Azad seine Stimme und Luciano. B, ja. Ich glaube, es ist wie ein Erdbeben, weiß ich nicht, auf der Skala 9 oder so. Studio nachts auf Jackie, Rap Montana, Montana, Club Zigarra, wie Kubaner. Nicht wie damals, Package Zettler, heute Mama, mach ich Para. Andere haben Bitches in ihren Videos, Sido und Luciano haben Indianer. Teller war so lang, heute Abu Dhabi und noch mehr. Teller, Kalamari, Chilamberg. Doch egal wie viel sie reden, nicht ungern. Zu viel Energie, 100.000 Watt. Ah, Sidos Stimme ist immer so unbeschreiblich. Ist für mich persönlich wie Kool Savas. Sido und Kool Savas sind für mich die beiden Künstler, wo ich sage, das ist so eine Stimme, die kommt, glaube ich, nie wieder. Ja? Kommt einfach nicht. Allein schon bei Sido, der hat so ab und zu so richtig einfache Texte, aber diese freche Art, wie er das so rüberbringt und dann auch diese, wie soll ich sagen, diese Betonung auf gewisse Sachen macht wieder so legendär. Das ist das, was ich bei ihm unnormal feiere. Deswegen habe ich glaube, tausendmal Ich und meine Maske gehört und was weiß ich, nicht alle Alben, ja. Alter, mein Block, glaube ich, 1 Million Mal locker gehört. Wir Welle schieben immer auf und ab. Scheiß auf Teledien, ich bleib lieber wach. Hunde bellen viel, I don't give a fuck. Guck mal, das ist so eine Line, ja. Scheiß auf Teledien, ich bleib lieber wach. Ah, es ist so, na, es ist normale Punch, es ist so normale Rhyme, so, nicht Ballschleim, aber so Rhyme, so. Und wie er es rüberbringt, klingt schon wie, weiß ich nicht. Das wird nicht jeder so machen können. Zu viel Energie, 100.000 Watt, okay. Wenn wir Welle schieben, immer auf den Tag. Scheiß auf Teledien, wir sind lieber wach. Hunde bellen viel, I don't give a fuck. Das Einzige, was ich mich jetzt gerade frage, wozu diese Spiegel, diese viereckige Spiegel da? Was soll da sein? Oder soll das so gesehen zwei Seiten zeigen? Weil auf der einen Seite steht ja Luciano, auf der anderen Sido. Energie, 100.000 Watt. Wenn wir Welle schieben, immer auf den Tag. Scheiß
schmeiß die Fuffis durch den Club für die Energie. Die Klamotten. Ist das nicht ein bisschen von Flair stibitzt? Ja. Was ist schon 6K, wenn du der Bowler warst? Bowler warst, ja. 6000 für die Energie. Ah. Und der Schmuck, alles Therapie. Kurz ins Mikrofon gespuckt, noch ein Evergreen. Was die Hater sagen, juck, Bruder, Sellabi. Mir sind Zahlen scheißegal, ich bin kein Bürokrat. Hab einen schwarzen Wagen und im Garten im Vergnügungspark. Fahr mit 100 K. Die, das meine ich, diese Betonung. Die Fahrzeug im Park. Also er zieht das so komisch so in die Länge, dass das schon so geil klingt. Wenn ich zum Beispiel das machen würde, ja, ich will mich nicht mit Sido vergleichen, gar keine Frage, aber einfach so, um das nachzuvollziehen, Alter. Ja, dann, wenn ich das machen würde, klingt das wie Scheiße. So. Mich kann man stattdessen anspucken. Aber bei Sido klingt es wieder geil. Einfach weil der hat auch so eine hohe Stimme. Im Haar durchs Parkhaus wie ein Psychopath. Klar, du bist so hart und kannst Karate, alles für den Arsch. Ist mir Latte so wie morgens, wenn ich pisse. Nein, das sind keine Worte, das sind Blitze. Auch so eine, nicht nur Doppeldeutigkeit, ich glaube, das sind sogar mehr Deutigkeiten drin, ja. Warte, Latte, wenn ich morgens pisse. Moment. Ist mir Latte so wie morgens, wenn ich pisse. Ist mir Latte, wenn ich morgens pisse. Ja. Also Kaffeelatte, dann die Latte und wenn ich morgen pisse. Ja. Also so eine Zusammenstellung aus, ach ja, Bubble. Wenn ich pisse, nein, das sind keine Worte, das sind Blitze. Der Griff in meine Taschen fühlt sich gut an, denn so kommt die Energie in meine Blutbahn. Ich dreh ab, zu viel Energie, 100.000 Watt. Wenn wir Welle schieben, immer auf und ab. Das klingt einfach für mich, als hätten die einfach etwas von Flair geklaut, ja? Jetzt kann Flair kommen von der Seite und sagen, das war meine Idee. Energie. Scheiß auf Teledien, ich bleib lieber wach. Hunde bellen viel, I don't give a fuck. Zu viel Energie, 100.000 Watt. Büro, wenn wir Welle schieben, immer auf den Tag. Also ich verstehe immer noch nicht mit diesen Spiegeln, was sie soll. Vielleicht versteht das einer von euch und kann mir das erklären, aber ich raff das nicht. Sowieso die im Video sind. Ja, vielleicht um das Video stylischer zu machen oder zu verbessern, keine Ahnung, aber nee, ja. Scheiß auf Teledien, wir sind lieber wach. Hunde bellen viel, I don't give a fuck. Es brettert. Also die Songs, die Sido jetzt hier raushaut, wenn auf dem gleichen Niveau auf sein Album das alles ist, dann freue ich mich schon auf das Album. Freue ich mich. Ja. Ei, ei. Guck mal im Hintergrund, wie Luciano lacht, Alter, so. Also ich vermute, dieses Album wird Brett sein. Wenn es kommt, boah, ich bin dann so glücklich. So, 27.09. bestellt euch auf jeden Fall das Album vor. Es wird wahrscheinlich Bombe sein. Ich bin auch dabei. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.